der nach einem dicken Bock des Keepers entsteht. Hier zum Nachschauen. Und dann wuchtet er seinen massigen Körper irgendwie da rein, der junge Mann. Probleme. Und da ist er drin. Ach, der Lute hat einen schwarzen Tag und er genau das Gegenteil. Pierre-Michel Lacroix. Ich könnte die Welt umarmen. Und er? Ach du meine Güte. Gib mir ein Erdloch. Gib mir ein Erdloch, damit ich da drin verschwinden kann. Lässt diesen Schuss ja quasi nach vorne klatschen. Hier. Bisschen zur Seite. Direkt auf Lacroix. Und das macht er im Stile eines Goalgetters. Aber es ist ein Torwartfehler. Natürlich hat auch die komplette Bochum dahinter. Dann schauen wir in die 65. Rukavica für Lacroix und der macht das 2:0, dritter Treffer des 18-Jährigen, der am Mittwoch Geburtstag hat. 19 wird aber wieder mal toll hier der Einsatz des Australiers. Rukavica und dann Lacheb, der hinten das Abseits aufhebt. Der hatte einen ganz schlechten Tag erwischt bei Erzgebirge Aue in der Defensive und dann ein eiskalter Abschluss. In der letzten Woche sogar noch 8 Millionen dazu bekommen von einem privaten Investor, dessen Namen man nicht nennen sollte. Die erste Möglichkeit für Lacroix und da ist das Tor. Griffen der Oberhausener so ein wenig die Präzision. Das sieht alles gut aus bis zum Strafraum. Da wird dynamisch mit Leidenschaft nach vorn gespielt, aber technisch haben sie Probleme. Die Offensive suchten auch und natürlich die Hertha über Raphael, stark gespielt über Ramos und da ist natürlich Lacroix, natürlich Pierre-Michel Lacroix. Er hatte einen Lauf und der Blick geht natürlich auch rüber zu Rob Friend, der sich da mit ihm auch freute. Sechstes Saisontor, keiner hat mehr Tore erzielt als der 19-Jährige. Extra Kamera auf ihn, ist immer da, ist torgefährlich, gibt nie auf, hat eine unglaubliche Präsenz. Ronny, der Ball ist nicht gut gespielt und kommt doch an und ist drin, das gibt's doch gar nicht. Den müssen sie verhindern. Lacroix zum 7. in dieser Saison. Aber diese Flanke, die, Entschuldigung, eigentlich missglückt war, die darf ja niemals ankommen. Ihm ist das völlig Schnuppe. Pierre-Michel Lacroix. Ja, der ist natürlich stinksauer, Philipp Wollitz. Diese Flanke darf nie ankommen. Oder hat er da irgendwo... Eine Abseitsposition kann ja nicht sein, aber was ist das denn? Hünemeyer lässt den Ball laufen, verlässt sich auf Renschka und der ist hinter Lacroix. Aber Hünemeyer muss dazwischen gehen, muss zumindest den Versuch erkennen lassen, dass er diesen Ball hier klären will. Der darf niemals, niemals darf der zu Lacroix kommen. Jetzt hatte die Hertha richtig Lust am Fußballspiel gefunden und das ohne die Brasilianer Raphael und Ronny. Da geht's richtig ab mit Lacroix. Welch eine Kombination. 0:3, die Aachener schauen nur. Hier vielleicht sogar ein Foulspiel von Lacroix. Sippel lässt weiterlaufen. Niemeyer und der Berliner Youngster mit seinem 8. Saisontreffer. Schwächer als die erste, das also ein ganz seltenes spielerisches Highlight. Das hier eher typisch. Metzelder, er rutscht aus, legt vor, aus Versehen für Schmidt und Lacroix nutzt die Chance zum 0:1. Metzelder, der eigentlich alles unter Kontrolle hat, mit dem Fehler der eingewechselte Schmidt und Lacroix. Einwurf Hertha BSC nach einer guten halben Stunde, Kobiaschwili. Ramos hinüber auf die andere Seite zum aufgerückten Christian Lenn. Lenn, was macht er? Zieht einfach mal ab. Lacroix, Tor! Da lässt er sich feiern für seinen 10. Saisontreffer. Er registriert das Ganze scheinbar ungerührt. Und ein bisschen Glück ist aber mit Sicherheit dabei gewesen bei diesem Treffer. Denn sollte das eine Flanke oder ein Schuss sein? Ausgerutscht von Christian Lell, das sieht man hier, Lacroix hält dann den Fuß gekonnt dazwischen.
Dann die Hertha mit Ebert. Lasogga kommt nicht ran, aber Rukavica legt auf für Lasogga. 19 Jahre jung, rotzfrech und abgebrüht. Pierre-Michel Lasogga steht da, wo ein Torjäger stehen muss. Der Mann, der von den Leverkusener Amateuren zu Hertha gekommen ist. Trainerbank rumgesprochen. Die zweite Halbzeit. Rafael auf Rukavica. Lasogga fast schon abgedrängt. Lasogga. Oh, wie er das macht. Das hat Lasse und ist erfolgreich. Er wirkt so bullig, aber schickt hier alle in die falsche Richtung und erweist sich als wendiger Torjäger. Das gefällt. 120 Sekunden war er runter vom Feld, dann wurde das erste Mal gejubelt. Lasogga mit dem 1:0, 13. Spielminute. Da hatten allerdings auch die Augsburger ordentlich mitgeholfen. Jentsch und Carlsen Bracker sind sich da nicht einig und der Ball wäre von allein auch reingegangen. Cevic, und da ist das Tor! Klasse, Lasogga! Ich hab's doch gewusst, da oben in der Luft haben sie ihre Vorteile. Rainer Adrian mit Freude und das erste Tor von Pierre-Michel Lasogga für die deutsche U21-Nationalmannschaft. Vukcevic in Zusammenarbeit mit Holtby, dann die wunderbare Flanke mit links und da steht Pierre-Michel Lasogga in der Luft und macht hier ganz souverän das 1:0 für sein Team. Siebenundzwanzigste Minute, hinten sicher stehen und vorne.